Willkommen, willkommen hier oben, ganz oben auf dem Turm, am Ende von Lies of P, vor dem Endboss. Ich würde allerdings doch gern nochmal zurück zum Hotel, um meine Fable-Slots aufzufüllen. Ich glaube, das wäre ziemlich schlau, das zu tun. Nochmal ganz kurz zurück zum Hotel. Was geil wäre, dass wenn man auch durchs Rasten seine Fable auffüllen würde. Das wäre auch schon ziemlich geil, aber das ist... Zumindest kann man das hier im Hotel machen. Und zwar, das geht ganz einfach. Für alle, die es nicht wissen und erst jetzt mal das Video geschaut haben. Man kann hier im Trainingsbereich, wenn man da rausgeht, um halt üben zu können, füllt es einen alle Fable-Slots einfach so auf. Man muss halt dafür nichts tun. Das ist immer so ein kleiner Tipp, ne? Man kann auch einfach irgendwelche Low-Gegner klatschen. Das geht auch. Kann man alles tun, wie man fröhlich ist. Aber es ist halt ziemlich bescheuert. Wenn man einfach dahin gehen kann, kurz rausgehen, auffüllen, zurück, ist der schnellere Weg. Vertraut mir. Es ist einfach der schnellere Weg. Ach, da hinten ist auch, da hinten kann man auch das Hotel sehen, ne? Das Hotel Krat. Und da ganz da hinten müsste die Kirche sein, die... Die, wie hieß denn das nochmal? Abtei war es nicht, ne? Oh, doch. Nee, das war glaube ich, die Kathedrale von irgendwas. So, Simon. Oh. Alter, wie hässlich. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. There goes a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Tolle Ansprache, Kumpel, aber ja. Mal gucken, wie stark er ist. Fangen wir mal, was er kann. Alter, wieder diese verzögerten Schläge macht, ne? Haha. Ja, stimmt, man kann ja jetzt nicht mehr. Ich hasse das, ohne Scheiß. Was denn jetzt? Okay. Sehr interessant. Was weißt du, was du da kannst? Ja, natürlich. Nochmal diesen Wirbler machen. Kannst du bitte irgendwann mal aus der Haltung brechen? Wäre ziemlich nett. Nee, er will einfach nicht aus der Haltung. Ah, jetzt endlich. Und jetzt den hier. Komm. Der hat doch bestimmt zwei Phasen, oder? Aber der Crit-Schaden macht extrem viel, ne?
Nö, ich sterb nicht, noch lange nicht gegen dich. Schöner Wirbler, aber das bringt ja nichts gegen mich. Doch nicht. Okay, noch 5 Heilungen übrig. Ja, toll. Schöner AOE. Noch ein Schwung danach. So, tschüss. Phase 1 wahrscheinlich geschafft, oder? Okay, Phase 1 war relativ easy. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body. Witness me as I grasp the power of a true god. Okay. Aber so, was kann er jetzt? Ah, da. Ah, diese Schläge von oben, ne? Oh, Alter. Okay, in der zweiten Phase kann er echt mehr. Ah, die verfolgen mich, okay. Okay, sehr interessant. Dann weiß ich zumindest, was er kann. Okay, noch mal ein Smash mit seiner Hand. Macht er? Okay, gut. Okay, krass. Ah, ich habe halt nichts mehr zum Heilen, ne? Natürlich nochmal schön rein in die gute alte Stube, ne? Nochmal den hier. Ja, der ist ausgewichen, oder was? Ah, jetzt kommt der Scheiß wieder. Dreimal, oder?
aber halb. Ich mache ihn echt halbwegs Damage, ne? So. So, nochmal wieder auffüllen. Weg, 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 weg. Heilen, ganz schnell. Okay, weg, 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 weg aus diesem Area of Effect. Und heilen. So, heilen. Und... uff. Weg, 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 weg. Ganz schnell weg von ihm. So, komm her. So. Ah, das ist wieder diese Hand von eben. Könnte ich bitte mal wieder eine Flask haben? Ich erstmal schön stallen, weil ich brauche eine Heilung. So, eine Flask. Jetzt ja nicht schön ruhig machen alles. Ja. Ganz ruhig, schön intelligent spielen. Dann klappt das auch. Ah, nicht der Scheiß schon wieder. Nicht der Scheiß schon wieder. Muss nur noch mal irgendwie an den Rand kommen, ohne Schaden zu fressen. Weg von diesem AOE-Rotz. Scheiße. Sah gar nicht so scheiße aus, wenn ich die erste Phase mit wesentlich mehr Health geschafft hätte. Wäre das sogar ein First Try gewesen. Okay, der ist mit Abstand der einfachste Boss bis jetzt. Also ohne Scheiß. Da hatte ich deutlich schwerere. Vielleicht wäre das jetzt sogar wieder so eine Gelegenheit für meine Axt. Für diese Mega-Axt. Wo habe ich sie denn? Mal gucken. Und ich hätte auch meine gegen Ende nochmal meine Dingens aufheben sollen. Meine. Oh, wie heißt's denn? Meine. Diese Dinger hier, diesen Schleifstein. Komm noch rein. Ja, nochmal hitten lassen, sehr gut. Ja, nochmal vom Wirbler treffen lassen, sehr, sehr toll. Ja, leck mich. Hier sich einfach nicht stunnen lässt, ne? Okay, da war ich jetzt zu selbst überzeugt. Okay, selbst mit dem Blocken kann ich hier relativ viel aushalten, ne?
Ja, toll. Komm, komm mal her. Du sollst zu mir kommen. Ach, leck mich. Nee, der lässt sich halt einfach nicht stunnen, ne? Zumindest nicht so wirklich. Ja, vergessen, dass er das macht. Winter is coming. Oh nee, den haben wir ja schon, den Winter. So, und jetzt komm her, du Bastard. Ah, schon ausgereicht für nächste Phase. Ah, wieder dieser Schuss. Ja, gut. Danke dafür. Ach ja, der Scheiß ist es ja wieder. Nee, komm. Na, was kommt? Die Schüsse oder? Ja, genau, die Schüsse. Die Gatling. Die Gatling. Alter Hut, Kumpel. Alter Hut. Ach, leck mich. Wieder das hier mit diesen Blitzen von oben. Das sind, glaube ich, Blitze, also Ergo-Blitze. Ah, das war zu spät. Leck mich doch so fett am Arsch, ne? Na gut, mit dem Speer war ich besser, ne? Ich wollte mich gerade wieder auf meinen Aegis verlassen, ne? Ja, mit dem Speer war ich echt besser dran. Wegen der Range, ne? Ah, der Rotz. Ja, natürlich, setzt du noch mal nach. Okay, da ist der Strahl. Gatling, ja, Gatling. Ich muss mal ganz kurz wieder stallen, ne? Danke. Genug gestallt erstmal. Ja, der Speer war wirklich besser, ne? Der war schneller vor allem. Links neben mir ist der Strahl, gut. Das Problem ist, ich traue mich halt ohne Heilung nicht an den Rand, ne?
Nur ist es halt leider Key, um den zu besiegen. Wenn ich wenigstens noch eine Heilung hätte. Dann wäre das halt alles ein bisschen besser, ne? Das Auffüllen könnte doch etwas schneller funktionieren. Ja, und tot. Ah. Der Speer? Nochmal der Speer? Mit dem sah es gar nicht so übel aus, mit dem Speer, ne? Mit dem Speer sah es sogar echt ganz brauchbar aus, ne? Der Speer wird das Geheimnis sein, um ihn zu besiegen. Wollen wir mal gucken. Sir Manus? Ich zerstöre jetzt deinen Anus. Ja, ich hasse diesen Move, ne? Und das habe ich vergessen, dass er das macht. Meine Fresse! Ja, die Axt macht halt wesentlich mehr Schaden, ne? Du gehst mir echt auf den Sack, ne? Ja, noch ein Follow-up. Noch einer, komm, noch einer. Oh ne, was macht er denn jetzt? Okay, das macht er gut. Diese nahtlosen Kombos, ne? Ich könnte auch versuchen zu parryen, aber das funktioniert sogar jetzt nicht. Ach, vergessen! Glück gehabt. Ich vergesse diesen Überkopfschlag immer und immer wieder. Ah, du hast halt mehr Range als ich, ne? Ich habe wieder echt kaum noch Leben, ne? Also kaum noch Heilungen. Ah, das war nicht im passenden Moment, ne? Das war doch ein Parry. Ah, wieder sein Wirbeleffekt hier, sein Kackscheiß. Daneben, toll. So, komm her. Und nochmal den Spieß des Todes. Ich habe wieder viel zu viel Leben verbraten, ne? Für Phase 2. So, das ist wieder die Gatling. Okay, da war ich weit genug weg. Ich hätte gar nicht stehen bleiben müssen. Sehr schön, dass ich immer noch diesen Schleifstein habe, diesen besonderen. Das ist immer geil.
Ja, Follow-up. Wieder nichts mehr, ne? Ja, mach dein Blitzegedöns von oben wieder. Komm, das letzte Mal. Okay, parryen. Okay, parryen habe ich gesagt, nicht daneben. Das gibt's nicht, Junge. Mann, konnte mich gerade wieder heilen. Ach Gott, das ist gar nicht so leicht, ne? Der Boss ist gar nicht mal so einfach. Der erste Versuch war anscheinend einfach nur pures Glück. Der erste Versuch, meine ich. Das Problem ist, ich will aber auch nicht stundenlang für eine Folge, ne, produzieren müssen. Das ist natürlich... Noch einen Versuch mache ich. Danach werde ich dann doch mal, zumindest für die erste Phase, mir ein Gespenst holen. Okay, das war zumindest ein Block. Ein guter. Das war wieder nur ein Block. Das war einfach... Das war gar nichts. Das war zumindest ein Block, um wenigstens etwas Schaden zu negieren. Wieder nur ein Block, aber wenigstens nicht für den vollen Damage gefressen. Heil dich doch, du Spast! Das gibt's nicht. Ist das mal gut? Kannst du jetzt mal deine Combo mal lassen? Wenn meine Puppe wenigstens treffen könnte, wenn es schon einen Special-Angriff hat. Ja, die Timings von diesen verzögernden Angriffen bekomme ich einfach nicht geschissen. Der war zwar nicht verzögert, aber trotzdem. Mein Gott. Na, musst du husten? Endlich. So, komm noch mal diesen Stich des Todes. Ah, zu weit weg. So, Phase 2. Okay, jetzt langsam habe ich das auch mit dem Parry-Timing raus. Geht keine Gatling am Anfang, das ist schon mal ziemlich nett, dass du darauf verzichtest. Aber die Range davon ist absurd, ne? Ja, der hat einfach den größeren Kolben in der Hand, ne? Das muss man einfach akzeptieren in dem Moment. Leck mich! Ich hab das geparried. Ich beherrsche die Störung. Du hast eine Störung. Das war dein Gottkomplex. Ja, natürlich. Immer wenn ich mich heil.
Ja, natürlich. Komm. Geparried. Leck mich. So. Warum trifft das denn nicht? Na komm, was machst du jetzt? Ah, die schießen doch wieder, ne? Also die haben so eine Zeitverzögerung drin. So, wieder eine Heilung. Jetzt schön nicht dumm werden. Nicht dumm werden, ja, nicht gierig werden. Sagte er und wurde dumm und gierig. Okay. Die Waffe bricht aber von ihm auch einfach nicht, ne? Na komm. Das gibt's da nicht. Na komm, greif noch mal an. Du sollst mich mal mit der Waffe angreifen. So, komm her. Und nochmal der hier, komm. Heilen. So, ist drin. Komm, der Sieg ist doch noch drin für uns. Jetzt kommt wieder sein Arm of God Scheiß. Na gut. Gut, da hat er noch genug Range. So, und hier. Das gibt's doch nicht. Immer wenn ich meine... Wenn ich... Ach, mein! Junge, was ist denn falsch bei dir? Ah, genau, das war das hier, genau. Noch zweimal, noch einmal. Ich muss weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ach, der hat damit echt Range, ne? Na komm, machen wir wieder mal was, was ich leicht ägessen kann. Ja, bald habe ich wieder eine Heilung. So, heil geheilt. So, macht er wieder... Ah, wieder sein Blitzmist hier. Noch einmal, genau, genau. Okay, Hauptsache nicht von seinem, von diesem Arm treffen lassen, der auf einen niederfährt. Okay, da bringt mein Aegis nichts.
Leck mich! Ich hab doch definitiv, Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Das war im rechten Moment mit dem Aegis. Das hätte eigentlich parieren müssen. Du alter Klappspecht, Alter. Klappspaten und Doofspecht in einen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ihr habt euch wohl und tschüss.